idealism prevails. Make the world a better place. Ja, ich freue mich sehr herzlich, euch zu unserem letzten Teil unserer Tagung begrüßen zu dürfen. Der Titel lautet, diese Podiumsdiskussion, der Pandemieplan der WHO. Ich möchte mich auch ganz kurz vorstellen. Ich habe Pädagogik und Psychologie studiert und neben zahlreichen Pro-Jobs publiziere ich seit 35 Jahren zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich bin seit 25 Jahren auch in der Redaktion der Zeitschrift Streifzüge. Die liegt hinten auf, könnt ihr euch ein paar gratis nehmen. Ja, und das Thema Gesundheit und Medizin beschäftigt mich auch schon sehr lange Zeit. Im letzten Jahr habe ich im Buch des Promedia Verlags Herrschaft der Angst einen Beitrag zu Impfungen allgemein veröffentlicht. Ja, mit Impfungen befasse ich mich auch bereits seit der Zeit vor Corona. Ich finde nämlich, dass nicht nur die Corona-Impfungen kritisch zu sehen sind, unter anderem deshalb, weil immer mehr Impfungen empfohlen werden oder auch in vielen Ländern der EU seit einigen Jahren Pflicht geworden sind. Ja, zu unserer Podiumsdiskussion zur WHO. Die Weltgesundheitsorganisation wurde 1948 als eine der UNO-Einrichtungen gegründet. Ursprünglich vor allem mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der Menschen in allen Erdteilen gesünder zu gestalten. Das heißt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass alle überhaupt sauberes Trinkwasser und genug zu essen haben. Seitdem hat sich sehr vieles verändert und heute stehen wir eben vor einem sogenannten Pandemievertrag, mit dem die WHO unter dem Deckmantel der Gesundheit versucht, ein weltweites Post-Corona-Regime zu etablieren. Zu diesem Thema möchte ich die Diskutantinnen herzlich begrüßen. Ganz links Monika Henninger-Erber, Madeleine Petrovic, Günter Greindl und Karl Reiter. Ich werde Sie nun einzeln vor Ihrem jeweiligen 10-minütigen Statement genauer vorstellen. Ja, zu Monika Henninger. Sie ist ehemalige Pharma-Mitarbeiterin. Nun ist sie selbstständig als Unternehmensberaterin für nachhaltiges Wirtschaften. Nach ihrem naturwissenschaftlich-technischen Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien war sie 25 Jahre lang in einem großen Pharmaunternehmen im Geschäftsbereich Biotechnologie tätig. Ihre Funktionen umfassten Laborleitung, weltweite Geschäftsentwicklung und Großkundenmanagement für das Biopharma-Drittgeschäft des internationalen Unternehmens. Nach einem weiteren Studium in Nachhaltigkeit in der Schweiz machte sie sich im Jahr 2020 selbstständig. Ihr Engagement im Umwelt- und Energiebereich führten sie schließlich auch zu ihrer politischen Tätigkeit als geschäftsführende Gemeinderätin der Grünen in Grafeneck im Bezirk Krems. Sie ist eine der Mitautorinnen des Aufrufes Grüne gegen Impfpflicht und 2G mit über 20.000 Unterstützerinnen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich möchte über die WHO reden und weiß jetzt nicht, wo Sie da stehen, ob Sie sagen, da beobachte ich schon sehr lange und ich weiß da sehr genau die Entwicklungen und was sich da tut, oder es ist ein neues Thema für Sie. Oder Sie sind noch unsicher, kann das sein? Und das war auch bei mir so. Ich erinnere mich, vor über einem Jahr hat mir ein guter Bekannter gesagt, du, die WHO, das sind die Bösen. Ja. Und ich weiß noch, ich habe ihn angesehen, die Stirn gerunzelt, habe mir gedacht, na, das kann so nicht sein. Nicht die WHO hat meiner Meinung nach ein unglaubliches Renommee. Ja, wir kennen sie ja seit jeher. Also wenn ich so in den Raum schaue, ich glaube,
Also die gab es schon, ja, wie wir auf die Welt gekommen sind. Und die WHO hat natürlich, so wie die Maria auch gesagt hat, sehr viel Gutes getan. Gerade auch diese Gründungsidee, ja, Gesundheit für alle Völker, sehr, sehr positiv besetzt. Und ich glaube, mit diesem Bild sind wir auch aufgewachsen und da ist auch viel geschehen. Aber was sich ergeben hat in den letzten Jahren oder länger eigentlich, in den letzten 10, 20 Jahren, ist, dass da sehr viel Veränderung passiert ist und sehr viel unbemerkte Veränderung. Und deshalb ist es jetzt, denke ich, wirklich wichtig, da hinzusehen. Und ich mache das seit längerer Zeit jetzt und ich kann nur sagen, die Kritik ist berechtigt. Da passiert ganz viel, was wir, glaube ich, nicht wollen. Also es geht weg von dieser gesamtheitlichen Gesundheitssicht, ja, von Eigenverantwortung. Es geht hin zu technokratischen Methoden. Ja, die Impfung ist das Einzige, was uns jetzt aus der Pandemie hilft. Es geht in Richtung Kontrolle, es geht in Richtung Weltbehörde. Das ist das, was die WHO möchte. Und das Problem ist, dass sie argumentiert mit dem Argument der globalen Gesundheitssicherheit. Und ja, es wird, die Welt hat sich verändert, es wird immer weiter wahrscheinlich Pandemien geben, es gibt natürliche Erreger, es gibt auch Laborunfälle, ja, bis hin zu bioterroristischen Attacken, dass man bewusst freisetzt. Und es wurde vorher kürzlich angesprochen, ja, woher kommt denn der Virus? Ich möchte dazu auch nicht sehr viel sagen. Ich glaube, wir wissen, wo er herkommt. Und es ist ja auch, wenn Sie zurückschauen, nicht die SARS-CoV-1 war ja 2002, ja, auch in China damals die Lungenerkrankung. Und dann danach setzte er ganz stark diese Gain-of-Function-Forschung ein. Und da ist sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht worden und wahrscheinlich ja, gibt es viele Erreger, was immer, Viren, die da eingefroren sind. Und was dann sich ergeben hat, und ich weiß nicht, wissen Sie, wie lange wir schon in einem globalen Gesundheitsnotstand sind, den die WHO am 30. Jänner 2020 ausgerufen hat. Ja? Wir sind ja immer noch im Notstand und ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl haben, dass Sie in einer Notstandssituation leben. Also ich meine, dass, so wie ich die Gesellschaft jetzt auch erlebe, und dass wir ganz sicher nicht in einem globalen Gesundheitsnotstand sind. Aber normalerweise würde man ja nur 3 Monate eine Notstandsdauer erlauben, aber man kann das ständig verlängern, ja, indem man re-evaluiert, und das geht seit 2,5 Jahren so. Und der Grund, warum man nicht aussetzt, wissen Sie wahrscheinlich auch, das ist, weil die Impfstoffe, ja, die 8 Impfstoffe hängen an dieser Ausrufung des globalen Gesundheitsnotstandes. Und deshalb, weil man ja weiter impfen möchte und dass das Allheilmittel ist, kann man ja den Notstand gar nicht abschaffen. Und ich denke, wenn man noch Zweifel hatte, was da geschieht und dass das ja gar nicht so schlecht ist und vielleicht macht es ja die WHO ohnehin besser als unsere eigene Regierung, dann denke ich, weiß nicht, wer beobachtet hat, die letzte, was heuer vor allem passiert ist, ja, im Jänner war ein großes Meeting, ein Executive Board Meeting der WHO, und kürzlich im Mai war ja die letzte Weltgesundheitsversammlung, das höchste Organ in der WHO. Und ich habe dazu sogar Flipcharts mitgebracht, weil das wollte ich Ihnen wirklich zeigen. Also wenn Sie noch skeptisch sind, dann kann ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich das an, was da auch nachgelesen werden kann. Denn das eine, was war, also einerseits wurde ja der Generaldirektor jetzt bestätigt, ja, für weitere 5 Jahre, weil er auf Linie ist. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ja. Und er hat auf diesem Jänner-Meeting, dieses 150. Meeting, hat er die 5 Prioritäten der WHO genannt. Und das mag jetzt ein bisschen vollgeschrieben sein, das Plakat, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie das. Es ist wirklich hochinteressant, weil auch so Qualifier, wie man sagt, verwendet werden. Ja, es ist dringend, es ist signifikant und so, was da geschehen muss. Das ist wirklich
besorgniserregend. Und die erste Priorität ist vielleicht noch gar nicht so schlimm. Da heißt es, die Top-Priorität ist Schutz und Förderung von Gesundheit. Ja. Aber dafür braucht es signifikant höhere Investments in den Ländern und auch in der WHO. Ja, die WHO hat ungefähr ein Budget von knapp 10 Milliarden Euro heute. Aber er sagt, es braucht weitere Investments. Ja, wo kommen sie denn her? Da werden wir uns später dann auch anschauen. Dann eine radikale Reorientierung in primäre Gesundheitsvorsorge ist Priorität 2 und Zugang zu essentiellen Gesundheitsservices. Ich finde, das ist ja noch vernünftig. Ja? Die Frage ist, wie ist es dann besetzt? Aber dann heißt es dringende Stärkung von Systemen und Tools im Sinne von, und die Begriffe kennen Sie vielleicht, Preparedness, also vorbereitet sein, Antwort geben, starke Governance und Finanzierung. Und wie geht das? Verbunden und weltweit koordiniert von der WHO. Priorität 4 ist Nutzen der Wissenschaft, der Forschungsinnovation. Ja, wir haben ja vorher auch gesagt, wir leben in einer Zeit, wo Innovation ist ja sehr positiv auch besetzt. Ja? Und die neuen eben Messenger-RNA-Wirkstoffe, die kommen ja genau aus dieser Forschungsinnovation. Aber das ist eine Priorität. Ja? Daten, Digitalisierung ist eine weitere Priorität. Um letztendlich Priorität 5, und das ist Priorität 5, eine dringende Stärkung der WHO selbst herbeizuführen, dass sie leitende und lenkende Autorität wird für globale Gesundheit. Ja? Leitende und lenkende Autorität. Die WHO im Zentrum der globalen Gesundheitsarchitektur. Also das hat der Generaldirektor im Jänner kundgetan und er wurde, wie gesagt, im Mai auch jetzt wieder bestellt. Und wie weit ist der Pandemievertrag? Das möchte ich auch noch kurz erwähnen, denn das ist jetzt schon länger, denke ich, in den alternativen Medien, da hören wir davon. Aber das wirklich Gute ist, dass auf dieser Mai-Gesundheitsversammlung hat sich etwas Großartiges ergeben, meiner Meinung nach, nämlich, dass gewisse Staaten gegen diesen Pandemic Award, heißt das jetzt, der heißt ja nicht mehr Vertrag, sondern es ist jetzt ein Akkord, dass 47 Staaten aus Afrika, nämlich alle Staaten aus dem afrikanischen Büro, haben sich gegen diese Änderungen, waren ja, ja, und ich denke, das ist wirklich bemerkenswert. Ja? Die Frage ist, wie schauen wir auf Afrika? Ich denke, hier mit sehr viel Dankbarkeit. Das hätte niemand erwartet, also ich nicht. Ja? Auch die BRICS-Staaten sind dagegen, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Iran und Malaysia. Während hingegen die Staaten für den Vorsorgevertrag waren USA, Europa, Großbritannien, Australien. Und was auch wichtig ist, der Vertrag, Österreich verhandelt ja nicht selbst, weiß nicht, ob Sie das wissen, sondern die EU hat das Mandat, diesen Vorsorgevertrag, diesen Accord jetzt zu verhandeln. Das heißt, wir können de facto gar nicht mitreden selber. Wobei es auch keinen Unterschied machen würde, denn Österreich ist sowieso auf Linie. Das wissen wir. Ja, und warum? Um jetzt noch kurz über Kritik zu reden, oder was ist wirklich, wo ich meine, schauen Sie dahin. Das eine ist, die WHO propagiert nach wie vor, die Impfstoffe sind wirksam und sicher. Also das Thema Nebenwirkungen, wie wir gesagt haben, das wird gar nicht, da wird gar nicht hingeschaut, ja, auch nicht in den Medien. Das Wort gibt es gar nicht, würde ich sagen. Das nächste ist, dass Top-Down-Maßnahmen, das wird wie ein Gießkannenprinzip ausgerollt, ja, auf alle, auch auf gesunde Menschen, auch Gesunde müssen sich impfen lassen. Auch Kinder müssen sich impfen lassen. Warum eigentlich? Ja? Und wir wissen alle, dass die natürliche Immunisierung hat nicht den Status. Das ist ja, also ich kann nur aus Pharma- und medizinischer Sicht sagen, es ist doch ein ganz relevanter Unterschied, ob mein Körper nur ein Protein sieht, das Spike-Protein, ja, bei der Impfung,
oder den gesamten Virus, alles, ja, die Hülle und alle Proteine, die der Virus hat und alle Informationen, da muss ich ja eigentlich eine viel bessere und länger wirkende Immunantwort haben. Das wird alles demontiert, die Impfung ist das Allheilmittel. Dann, vielleicht haben Sie es auch gelesen, die klinischen Studien, die gemacht wurden, und zwar von allen Firmen, und wer da groß schon in der alternativen Presse war, Pfizer, diese klinischen Studien sind mangelhaft, ja, es ist ja gar nicht alles untersucht worden, es fehlen Daten und trotzdem werden solche Impfstoffe in Windeseile zugelassen. Hätte es, und das ist auch meine Erfahrung, das hätte es nicht gegeben früher, das gab es auch nicht, wurde sauber gearbeitet und die Behörde hat auch sehr genau geschaut, was wir da einreichen. Weiterer Punkt ist, dass die alternativen Behandlungsmethoden so überhaupt keinen Platz haben, keinen Raum haben. Also es gibt natürlich immer, so wie für jedes Problem, ich kann mich unterschiedlich behandeln, ich muss nicht alle nur impfen, sondern es haben Menschen unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Gesundheit und all das ist veritabel. Ja, es ist ja auch so viel Wissen in der Welt und in den verschiedensten Ländern und tausende Jahre an Erfahrung, das ist ja alles wertvoll. Dann ein weiterer Kritikpunkt haben wir schon gehört, dieses Infodemic Management, also dass eindeutig zensuriert wird und medizinische Information, die man nicht haben will, die wird zensuriert, es werden Menschen, Wissenschaftler, Ärzte abqualifiziert. Weiterer Punkt ist die Haftung und vielleicht, Martin, wirst du dann mehr dazu sagen, also die WHO hat ja keine Haftung dafür, dass sie sagt, die Impfstoffe sollen wir uns da spritzen lassen. Weiteres Thema, die Finanzierung. Wie Sie wahrscheinlich auch wissen, 80% der Gelder, die die WHO bekommt, sind nicht mehr aus den Mitgliedstaaten, sondern nur mehr 20%. Der Rest kommt aus Stiftungen, aus Unternehmen, aus internationalen Organisationen, von Philanthropen, allen voran Rockefeller, Gates, der Pharmaindustrie selbstverständlich. Das ist, und zusätzlich diese Gelder werden dann auch die werden auch gewidmet. Ja? Wer zahlt, schafft an. Das Argument stimmt hier sicher, denn ich kann dann sagen, ich möchte, dass mein Geld da und dort investiert wird, dass es auch was abwirft. Und wenn man da in sauberes Trinkwasser irgendwo investiert, dann wird das nichts abwerfen im Vergleich zu Medikamenten. Weiterer Punkt, haben wir auch schon gehört heute, diese stille Etablierung des grünen Passes. Ja, die WHO äußert sich ja dazu bisher kaum, aber im Hintergrund fördert sie diese Systeme, um den grünen Pass zu ermöglichen, unterstützt das auch. Und es passiert hier so viel, wo wir wirklich hinschauen müssen und was sie auch tut, dass Menschenrechte, Gesundheitsrechte, ja, die Grundrechte, Menschenrechte, die WHO ist natürlich auch diesen Rechten verpflichtet, aber das erfolgt mangelhaft, ja, das wird immer wieder, hat man das Gefühl, ausgehoben, da wird viel zu wenig gemacht und beachtet und auch das sollten wir einfordern, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb der Widerstand, ich denke schon, er bringt etwas, ja, es ist natürlich der Vertrag jetzt nicht gestorben, abgeschafft durch diesen Widerstand, der sich hier ergeben hat, aber es ist zumindest einmal zurückgedrängt für eine gewisse Zeit und es lohnt sich, da zu sagen, dagegen zu sein und ich weiß nicht, wer es gehört hat, der Vertreter aus Botswana hat ja da auch gesprochen für die afrikanischen Staaten und er sagt, was er fordert ist, Respekt vor der Souveränität der Mitgliedstaaten. Und man würde sich das erwarten von den westlichen Ländern, aber es geschieht aus Afrika und dafür, wie gesagt, bin ich sehr dankbar. Vielen Dank, vielen Dank. Als nächstes möchte ich Karl Reiter vorstellen. Er ist Philosoph. Er war langjähriger Lektor für Philosophie an den Universitäten Wien und Klagenfurt. 2011 hat er sich mit einer Arbeit zu Marx und Spinoza habilitiert.
Er verfasste zahlreiche Publikationen zu Marx, zum bedingungslosen Grundeinkommen und zu verschiedenen sozialphilosophischen Themen. Und er engagiert sich sehr stark fürs bedingungslose Grundeinkommen. Bitte schön. Ja, danke schön. So, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute über ein Thema, wo ich eigentlich nicht der große Fachmann bin, nämlich über Gesetze und geplante Gesetze. Aber ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich hoffe, dass ich euch sozusagen hier auch ein bisschen einen Einblick geben kann. Also eines ist klar, wenn wir über die Politik der WHO sprechen, so sprechen wir, müssen wir eigentlich zwei Dimensionen auseinanderhalten. Das erste ist der Pandemievertrag, den gibt es bis dato noch nicht. Das andere sind diese International Health Regulation, auf Deutsch internationale Gesundheitsvorschriften, die gibt es seit 2005. Ja, also ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, als Nichtfachmann, das ist ein komplexes, über 60 Artikeln gehendes, komplexes Gesetzeswerk. Und dieses Gesetzeswerk räumt schon jetzt, also eigentlich seit 2005, der WHO einige sehr massive Kompetenzen ein. Also die WHO hat die Definitionsmacht in sehr vielen Fragen. Die WHO hat das Recht, vor allem die Public Health Emergency of International Concern, also gesetzliche Notlage von internationaler Tragweite, auszurufen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagt der Artikel 42 und 43 auch, dass Maßnahmen, auch die die WHO beschließt, von den Mitgliedstaaten unter gewissen Bedingungen umgesetzt werden müssen. Was interessant ist, ist die Frage, wie verhält sich sozusagen dieses WHO-Recht? Das ist eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung, das ist sozusagen Völkerrecht, zu nationalen Rechten, zum Beispiel in Österreich und Deutschland. Da ist es so, dass dieses International Health Regulation in den nationalen Gesetzen implementiert ist. Ich hoffe, das ist der richtige juristische Fachausdruck. Das heißt, dieses Gesetz ist so, als ob es der Deutsche Bundestag oder der österreichische Nationalrat beschlossen hätte. Es ist auch österreichisches Gesetz und ihr findet es auch auf der österreichischen Seite, wo alle in Österreich geltenden Gesetze aufgelistet sind, auch diese International Health Regulation in der deutschen Übersetzung. Bei diesem Treffen da vom 22. bis 28. Mai ging es unter einem Vorstoß der USA darum, diese bestehende International Health Regulation noch einmal zu verschärfen. Es ging darum, hier vor allem die Fristen massiv zu verkürzen. Und das Interessante ist, dass die USA oder auch die Transatlantiker haben schon erwartet, der Widerstand von China, der Widerstand vom Iran, aber da waren sie wirklich überrascht, dass die afrikanischen Länder unter Führung von Botswana, ich glaube, das ist ja schon erwähnt, sich gegen dieses Gesetz ausgeschlossen hat. Es ist halt nicht so, das ist nicht der Pandemievertrag. Ja? Das ist diese seit 2005 existierende International Health Regulation, die offensichtlich noch verschärft werden soll und der WHO noch weitere Kompetenzen geben soll. Offensichtlich genügt sozusagen, wie soll man sagen, den herrschenden Impfkartell gesetzliche Instrumentarium nicht. Und daher gibt es sozusagen das Projekt eines Pandemievertrags. Den gibt es noch nicht, den soll es geben. Das Interessante ist, dass dieser Pandemievertrag eigentlich begonnen wurde von Gremien in die Diskussion zu bringen, die keinerlei eigene staatliche Befugnisse haben. Also gut, der EU-Rat ist auch nicht gewählt, aber hat sich sozusagen eine gewisse Legitimation über die Europawahlen, über sechs Ecken. Das waren zum Beispiel, also es beginnt sozusagen ein Diskurs in
überhaupt durch gar nichts legitimierten Gremien und soll dann in sozusagen eine rechtliche Form überführt werden. Begonnen hat das Ganze bei dem seltsamen Konstrukt Pariser Friedensforum, kennt kein Mensch, ich habe es auch nicht gekannt. Dort hat der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hier diese Idee mal lanciert, das ist eines internationalen Pandemievertrages. Also diese Friedensforum wird dann durch die bekannten Open Society Foundation von Soros, Microsoft, Bill and Melinda Gates Stiftung, Rockefeller Stiftung und so weiter, natürlich der Wellcome Trust, die bekannte, finanziert. Das war so ein privates Treffen, privates Treffen, die sagen, machen wir so einen Pandemievertrag. Der nächste Schritt war dann, also es gibt einige Schritte, wichtige, Februar 2021, ja, wo EU-Größen mit dem UN-Generalsekretär so einen gemeinsamen Kommentar verfasst haben, sozusagen hier gesagt haben, das ist eine gute Sache, also ich erspare euch diese salbungsvolle Diktionen, ihr wisst, wie das klingt, ja, also es ist, ihr wisst, ihr kennt das, ja, es ist furchtbar, es ist egal. Dann kam am 30. März 21, 25 Regierungschefs, aber auch sozusagen auf privater Basis, kann man sagen, ein Appell, ja, so einen Vertrag doch endlich einmal zu entwickeln. Es wurde von der WHO publiziert. So, die haben jetzt ihre Dinge, Möglichkeiten, Sachen zu publizieren. Ist eigentlich so immer sozusagen, na, 25 Regierungschefs, ist das halt so ihre private Meinung. Ab 1. Dezember 2021 wird es ernst. Dann gibt es einen Beschluss der WHO, einen derartigen Prozess der Ausarbeitung in Gang zu bringen. Das ist sozusagen der offizielle Beginn, das sagt dann die WHO. Gut, also so vernünftige Menschen sagen, wir brauchen einen Pandemievertrag, eine gute Idee, wir greifen ihn auf und setzen jetzt ein juristisches Prozedere. Und der Plan ist sozusagen, dass hier in schrittweise über den 1. März 2022 bis 1. August 2022 diesen Jahr laufend, das evaluiert wird, wie weit sind wir denn schon, passen die Fristen, wie weit sind wir denn schon gekommen. Das Entscheidende ist, und das ist auch wichtig, dass sich dann die offiziellen Gremien der EU einklinken und sagen, ja, dieser Pandemievertrag soll völkerrechtlich verbindlich sein. Das ist also ganz wichtig, nicht einfach Empfehlungen. Und das können Sie auch auf der offiziellen Webseite des EU-Rates lesen. Also die EU, und das hast du eh richtig gesagt, klingt sich sozusagen offiziell in diese Verhandlungen ein. Die interessante Frage ist, wo bleibt die USA? Die waren aus irgendwelchen Gründen, soweit ich das recherchiert habe, ein bisschen zögerlich. Allerdings hat dann am 18. Jänner 2022, also dieses Jahr, der Biden gesagt, also dieser Vertrag ist eine gute Sache, die müssen wir auf den Weg bringen. Gut, die Frage ist für mich oder für uns alle, kommt so ein Vertrag zustande, der natürlich sozusagen diese International Health Regulation noch einmal übersteigert. Wie sind die Chancen also von Seiten der WHO und des Impfkartells? Naja, die Zukunft kann man nicht voraussehen. Ich denke, es gibt geopolitische Problematiken, denn tatsächlich scheint es so, an einem Strang zu ziehen, ist offensichtlich der transatlantische Block, also die USA, Europa und natürlich Australien. Transatlantisch, ne, ist ja nicht ganz Atlantik, aber so genau kann man es ja geografisch nicht nehmen. Also vielleicht ein letzter Satz und dann bin ich schon vor, wir haben später angefangen, also mache ich es kurz. Ein Wort zum Völkerrecht. Naja, es ist ein Widerspruch in sich, nicht? Weil es gibt nur ein Recht, wenn auch eine Macht es in der Lage ist, durchzusetzen. Ein nationales Recht, da haben wir den Staatsapparat, die Staatsgewalt, die kann sagen, okay, das ist Recht, du hältst dich nicht daran, also Geldstrafe oder Gefängnis, damit Zwang durchzusetzen. Auf der internationalen Ebene
gibt es das natürlich nicht. Es gibt keine Weltregierung, es gibt keine Weltpolizei, es gibt keine Weltarmee. Insofern hat natürlich internationales Recht, auch der Gerichtshof in Den Haag, das ist Moralitätsabsonderung, nicht? Also da kann man Leute verurteilen, das hat aber keine Konsequenzen letztlich, nicht? Also wirkliche Konsequenzen. Im Gegensatz, wenn ich zum Beispiel, obwohl ich ganz ein braver Mensch bin, verurteilt werde von der österreichischen Gesetz, na, dann ist es schwierig für mich. So, das war's eigentlich. Dankeschön. Als nächstes möchte ich Madeleine Petrovic vorstellen. Sie ist Juristin und war Politikerin. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 1987 ist sie in den Landesvorstand, damals noch Grüne Alternative Wien, gewählt worden. Und 1990 zog sie als Abgeordnete in den Nationalrat ein, dem sie bis 2003 angehörte. Von 1994 bis 1996 war sie Bundessprecherin der Grünen, von 2002 bis 2015 Landessprecherin in Niederösterreich. 2008 wurde sie zur Präsidentin des unabhängigen Wiener Tierschutzvereins gewählt und seit Juli 2020 ist sie auch Expertin für Tierschutz im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Soweit ich weiß, ist ihre Mitgliedschaft bei den Grünen zurzeit ruhend gestellt und sie ist auch eben Mitinitiatorin des Aufrufes Grüne gegen Impfpflicht und 2G. Madeleine Petrovic hat sich bereits seit den 1990er Jahren mit Impfungen bzw. mit den rechtlichen Aspekten von Impfschäden befasst. Bitte schön. Ja, ich darf auch recht herzlich begrüßen. Ich denke, in der Frage der WHO ist es ratsam, zwei Themenkreise zu unterscheiden. Nämlich erstens die Rechtslage, auf die jetzt schon eingegangen worden ist in den beiden vorangehenden Statements. Und die Frage, weil, wie gesagt, die Rechtslage ist eines. Ich wollte übrigens noch zur Vorstellung gehen. Also ich bin seit ziemlich genau einem Jahr in Pension. Ich wäre zwar im Gesundheitsministerium, ich war in der Veterinärsektion zuletzt. Ich habe mein Mandat im Landtag 2018 aus eigenem Entschluss auslaufen lassen. Ich kam aus dem öffentlichen Dienst, aus dem Sozialministerium, in das ich kam unter dem von mir ewig hochgeschätzten Alfred Dallinger, der leider so früh verstorben ist, was es mir erleichtert hat, in die Politik zu gehen. Ich wäre durchaus im Ministerium geblieben, aber ich bin sehr froh jetzt, dass ich nicht geblieben bin, weil ich hätte das mit meinem, ich war immer in der Organisation, in der ich tätig bin, immer ein loyaler Mensch und das könnte ich dort nicht mehr. Das ist mir ebenso mit den Grünen gegangen. Also ich habe zwar immer noch zu manchen Menschen bei den Grünen eine halbwegs gute Beziehung, natürlich zu allen bei den Grünen gegen Impfpflicht und 2G. Ich war so erleichtert, wie sich das gebildet hat. Ich kann euch das gar nicht sagen. Es ist mir wirklich, wie das alles gekommen ist in Richtung Impfpflicht, es ist mir ganz menschlich lausig gegangen. Ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Und da war sie noch ganz andere, auch juristische Tabubrüche passiert in diesem Parlamentsclub, wo ich mir dachte, das darf, was die Immunität zum Beispiel von Abgeordneten betrifft, ja, das darf man nicht davon abhängig machen, wen mag ich und wen mag ich nicht, sondern ist es ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit, dann gilt Immunität und das tun sie nicht mehr. Ja. Und da muss ich sagen, wenn man anfängt, die Spielregeln des Parlamentarismus zu brechen, dann kommt man in ganz, ganz gefährliche Bereiche und da sind die Parlamentsgrünen jetzt. Und daher denke ich mir, ich empfinde mich als Grün, aber ich bin den grünen Prinzipien, so wie sie im Programm beschlossen worden sind, und da ist insbesondere der Grundwert selbstbestimmt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denen bin ich verpflichtet. Ja. Ich habe lange auch die Grünen im Gesundheitsausschuss vertreten, habe beispielsweise zu vielen Impfungen
bin keine kategorische Gegnerin von Impfungen, aber ich habe immer kritische Fragen gestellt und auch zu manchen Erkrankungen, die bei uns von der Sozialversicherung nicht gut abgedeckt werden. Also ich habe es in der Art eines Konsumentenschutzes betrieben und ich bin schon früher auf die WHO gestoßen, weil ich mir immer gedacht habe, ja sicher sind Pharmazeutika, sind Behandlungsmethoden auch wichtig, aber in Wahrheit geht es doch um ein gesundes Leben. In Wahrheit geht es doch darum, dass Menschen das Recht haben müssen, sich gesund zu ernähren, reines Wasser zu haben. Und das ist mir immer schon zu kurz gekommen dort. Es war immer dieser technokratische Aspekt, wo ich erst abwarte, dass Menschen krank werden, Symptome haben und dann sage ich so, wer hat jetzt irgendein Mittelchen dagegen? Mein Ansatz in der Gesundheitspolitik wäre ein anderer. Und dann kamen auch so Vorwürfe, die im Raum gestanden sind, wie dass die WHO wieder mit Beteiligung bestimmter Stiftungen 2014 in Kenia mal so ein Experiment gestartet hat, gerade Frauen zwischen 14 und 49 gegen Tetanus zu impfen. Und es ist damals in kirchlichen Medien gestanden, naja, in Wahrheit sei das eine nicht bekannt gegebene Maßnahme zur Geburtenkontrolle, also eine nicht den Betroffenen bekannt gegebene Form der Sterilisierung gewesen. Das wird von Faktencheck heftig bestritten, aber hinter Faktencheck stehen ja wieder die üblichen Verdächtigen. Also was immer dort war, es scheint mir dubios. Und vor allem hat sich die WHO selber in einer Art und Weise, ich habe das sehr genau nachgelesen, wo ich mir dann gedacht habe, na, das sagt eigentlich gar nichts. Sie haben im Wesentlichen gesagt, das konnte nicht bewiesen werden. No, ja. Und zu diesen, also von der rechtlichen Seite her, denke ich, natürlich gibt es internationale Verpflichtungen, nicht nur im Bereich der Gesundheit, sondern insbesondere im Bereich der Wirtschaft. Da gibt es eine Fülle von Verträgen. Ich war übrigens die einzige Parlamentarierin, ich habe immer, auch die einzige Grüne, abgestimmt gegen Investitionsfreiheitsabkommen mit einer Schiedsgerichtsklausel, weil ich mir immer gedacht habe, Investitionen schützt man durch Rechtsstaatlichkeit und durch Menschenrechte. Wenn in Österreich ein ausländischer Investor, eine Investorin Geld investiert und zu fairen Bedingungen Arbeitsplätze schafft, dann werde ich nichts dagegen haben. Wenn hingegen in einem Land notorisch die Menschenrechte verletzt werden, dann werden früher oder später die Leute dagegen aufstehen und dann werden sie gute Gründe haben. Und dann nützt ein Blatt Papier, wo draufsteht, wir schützen Investitionen, sehr wenig, was wir ja immer sehen international. Und daher denke ich mir, ein zentraler Begriff sind die Menschenrechte, die Grundfreiheiten. Und jetzt ist es so, natürlich gibt es internationale Abkommen, die auch in den privaten Bereich hineinspielen können. Ja, wenn jemand ein Unternehmen betreibt und es gibt internationale Normen, was weiß ich, irgendwelche Abmessungen von Containern und so weiter, das ist alles international geregelt und da gibt es sehr viele Dinge, die ja grundvernünftig sind. Der Tabubruch beginnt dort, wodurch ein internationales Abkommen in Bereiche eingegriffen wird, die grundrechtlich relevant sind, oder die Bereiche betreffen, wo es aus guten Gründen keine supranationalen Zuständigkeiten gibt. Auch der EU-Beitritt Österreichs 1995 nach einer sehr klar ausgegangenen Volksabstimmung, der einzigen verpflichtenden Volksabstimmung, die es in Österreich je gab. Es gab noch eine gewillkürte, das war Zwentendorf. Das war juristisch auch ein bisschen anders, aber es, im Wesentlichen kann man das so sagen, über die Atomkraft. Und bei dieser EU-Abstimmung sind natürlich an die EU Kompetenzen übertragen worden, aber nicht alle. Beispielsweise das Zivilrecht ist nach wie vor österreichisches Recht, weil die europäischen Staaten unterschiedliche Zivilrechtssysteme haben. Und die zwar im Wesentlichen auf dem römischen Recht beruhen, aber mit doch sehr großen Unterschieden. Und das ist ganz schwierig und es hat auch gute Gründe, dass das nicht harmonisiert ist. Und das geht auch nicht so leicht. Es gibt zwar einzelne Kapitel, die durchaus dann
gemeinsam geregelt werden, aber nicht alles. Und genauso ist es mit dem, natürlich mit den Grundprinzipien der österreichischen Verfassung. Das demokratische Prinzip, das republikanische Prinzip, das bundesstaatliche, föderalistische Prinzip, ein Prinzip, das man gemeinhin als liberales Prinzip bezeichnet, nämlich, dass die Grundrechte zu wahren sind und wahrscheinlich auch die Neutralität. Da gehen die Lehrmeinungen ein bisschen auseinander, aber ich würde nicht zögern, das auch zu den Grundprinzipien zu rechnen. Wenn hier Eingriffe passieren, die den Wesenskern der Grundrechte betreffen, und ich würde nicht zweifeln, wenn man Kompetenzen überträgt, die dazu führen kann, dass man bestimmte Menschen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen, aus guten Gründen, dass man über die dann lange, dauerhafte Lockdowns verhängt, dass man sie von Tätigkeiten oder überhaupt von der Arbeit ausschließt, indem man sie also quasi ihrer Teilhabe an demokratischen Freiheiten, an demokratischen Rechten, am Arbeitsmarkt und so weiter hindert und blockiert, dann zweifle ich nicht daran, dass das eigentlich rechtlich nur im Wege einer obligatorischen Volksabstimmung nach 44 Absatz 3 BVG geht. Jetzt wissen wir alle, ja, dass die Leute erstens sehr wenig Bescheid wissen über ihre Grundrechte, dass auch die Bereitschaft dafür auf die Barrikaden zu steigen in Österreich, ich bin sehr froh, dass so viele Leute jetzt doch in den Widerstand geleistet haben, sonst würden wir auch die Impfpflicht noch haben. Und wir wissen alle, dass wir da noch lange nicht am Ende sind, was den Widerstand betrifft. Aber ich zweifle nicht, dass das rechtlich eigentlich einer Volksabstimmung zu unterziehen ist. Dass da natürlich im Vorfeld wieder wahrscheinlich merkwürdige Informationen an die Leute gehen und dass wir nach wie vor auch, obwohl sogar das im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht, kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Und dass wir Zustände haben, die sehr nahe an oder eigentlich die Zensur sind. Ja? Das besprechen wir ja heute auch. Das stimmt schon. Wie weit es daher möglich sein wird, wenn das wirklich weitergeht, ja, wird man sehen, diese Rechte der Bevölkerung durchzusetzen und wie die Bevölkerung dann reagieren wird. Wir haben ja teilweise mit noch grünen MandatarInnen versucht zu sprechen, mit mir reden sie ja nicht, aber mit anderen haben sie ja noch geredet. Und da bestehen naive Meinungen, ja, dass dieser WHO-Vertrag nur dazu dient, herrliche und wunderbare Impfstoffe gerecht zu verteilen. Ja, wirklich. Ja. Und dass da Leute sitzen, die offenbar nicht bereit sind, verschiedene Quellen zu lesen. Die Informationen sind ja nicht so geheim. Ja. Wir kommen ja auch dran. Ja. Und zumindest sich die Frage zu stellen, na stimmt denn das? Kann denn das stimmen? Ja? Kann ich in diesen Vertragstext reinschauen? Und was haben die denn bisher gemacht? Ja? Also einfach zu prüfen, was ist denn bisher passiert? Also wie so eine Abstimmung ausginge, das weiß ich nicht. Ja? Daher sage ich, auf jeden Fall ist es gescheit, weiter auf den demokratischen, gewaltfreien und entschlossenen Widerstand zu setzen. Und da, glaube ich, da werden wir noch viel Arbeit leisten müssen. Ich glaube, viele Menschen sind jetzt schon nicht mehr überzeugt, dass diese Impfstoffe sicher sind. Und ich sage, wenn es gelingt, diese Auseinandersetzung zu gewinnen, dann, glaube ich, haben wir für lange Zeit und wirklich massiv gewonnen. Das heißt, wir müssen den Geschädigten, den durch Impfung Geschädigten, und ich habe leider auch in meiner Familie so eine Person, bei der es ganz sicher ist, und eine weitere Person im Bekanntenkreis, bei der es höchstwahrscheinlich ist, die schwerste, nachhaltige und bleibende Schäden erlitten haben. Und viele gehen noch immer nicht in die Öffentlichkeit, aber ich glaube, wir müssen diese Fälle in die Öffentlichkeit bringen. Und je mehr Leute sich dazu äußern und den Geschädigten und den Menschen, die unterdrückt worden sind, die ihren Job verloren haben, die man aus ihrer Berufsvertretung hinausdrängt, die man eigentlich dazu bringt, ihr Berufsethos zu brechen, die müssen gehört werden. Und wenn wir alle diese Geschichten in die Öffentlichkeit bringen, dann glaube ich auch,
wird die öffentliche Meinung noch mehr kippen, als sie jetzt eh schon gekippt ist. Weil auch gesagt wurde zur Frage der Impfschäden, welche Haftungen es denn da gibt und was da alles möglich ist. Da waren ja auch abenteuerliche Äußerungen. Es gibt eben das Impfschadensgesetz, das voraussetzt, dass der Impfschaden als solcher anerkannt wird, wobei es keine Beweislastumkehr gibt. Man muss zwar nicht im strengen Sinn Beweis führen, aber man muss es plausibel machen. Und die Opfer werden sehr stark unter Druck gesetzt, dass sie sich eben nicht erklären. Es gibt zweitens, und das ist sehr interessant, die Produkthaftung, die nicht ausgeschlossen werden kann in Österreich. Der Paragraph 9 Produkthaftungsgesetz ist zwingendes Recht. Und da wird es dann wirklich ganz kritisch, weil die europäischen Staaten, auch Österreich, die Impfstoffhersteller, insbesondere die Hersteller der mRNA-Impfungen, insbesondere Pfizer, aus dieser Produkthaftung herausgenommen haben. Das geht eben nicht, weil die Produkthaftung, die gibt es. Aber die Staaten scheinen das übernommen zu haben. Und damit sind wir in der juristisch meiner Meinung nach völlig unerträglichen Situation, dass wenn jemand, und es scheint ja auch, das wahrscheinlich, wir haben eine Anfrage gestellt zu Chargenprüfungen, auf die haben wir keine Antwort bekommen, trotz Urgenz. Es scheint sehr unterschiedliche Chargen zu geben. Und wenn das der Fall ist, also der Fall, der in meiner Familie aufgetreten ist, der würde dies auch untermauern, dann würde das wahrscheinlich ein Fall von Produkthaftung sein. Und jetzt ist es so, dass den Fall, ist es denn ein Schaden, den prüft derselbe, der im Ernstfall haftet. Und das geht in einem Rechtsstaat meiner Meinung nach nicht. Ja, weil wenn die Republik Österreich gesagt hat, lieber Pfizer, wir sind so dankbar, dass du so schnell einen Impfstoff auf den Markt geworfen hast. Wir sind zwar noch in einem Experiment, wir sind in der Phase 3 einer bedingten Zulassung. Eigentlich ist das freiwillig, da darf niemand gezwungen werden dazu, aber ein bisschen Druck haben wir schon entfaltet. Und wenn dann wirklich was passiert, dann verhalten sich viele Ärzte nämlich die dann konfrontiert sind, so dass sie die Opfer gerade noch verhöhnen. Also mit unserer Verwandten ist das passiert. Und dann wird natürlich klar, weil im Ernstfall die Republik Österreich dafür haftet, was möglicherweise in den Labors von Pfizer passiert ist. Das ist einzigartig. Das ist einzigartig, dass ein Staat praktisch sagt, du musst oder du sollst dich impfen lassen. Wenn was passiert, dann werfen wir dir zwar Prügel in den Weg, aber wenn wir es gar nicht mehr verhindern können, wenn es eindeutig nachweisbar ist, dann muss die Republik zahlen. Also dass da keine Bereitschaft gibt, den Opfern fair zu begegnen, das liegt auf der Hand. Und das Dritte, und ich habe den Verdacht, dass die Republik Österreich sich dahingehend versucht jetzt, oder die Regierung sich versucht, sich dahingehend aus der Haftung herauszuholen, das sind die Ärzte, die geimpft haben. Denn der häufigste Kunstfehler überhaupt, der häufigste rechtlich geltend gemachte und erfolgreich geltend gemachte Kunstfehler ist mangelnde Aufklärung. Mangelnde Aufklärung in einer Art und Weise, die der spezifische Patient, die Patientin nicht versteht oder die in einer Sprache passiert, die einer medizinisch nicht geschulten Person nicht zugänglich ist oder die überhaupt nicht passiert. Du hast einen Zettel da unterschreibt. Da steht übrigens auch lustig drinnen, dass die Person den Beipackzettel gesehen hat. Ich glaube nicht, dass im Stephansdom oder in den Bussen ein Beipackzettel aufgelegen ist. Habe ich nicht gehört. Ja? Also, und das habe ich jetzt beim Minister Rauch schon gehört. Naja, wenn die Ärzte nicht ordentlich aufgeklärt haben, dann werden sie persönlich möglicherweise haften. Was immer da herauskommt, es ist ganz wichtig, ich könnte jetzt noch vieles sagen, ist, dass, was im Arzneimittelrecht passiert ist, dass Daten jetzt mit dem Klarnamen der Patienten weitergeleitet werden, § 80 Arzneimittelgesetz, die Pseudonymisierung ist gestrichen worden, das Epidemiegesetz, dass jetzt Verkehrsbeschränkungen durch Verordnung ohne gesetzliche Grundlage Rechtsstaatlichkeit verletzt. Ja? Also ich bin ja immer noch fassungslos, was alles möglich ist. Deswegen,
deswegen sage ich, aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. Wir werden das schaffen, denn sie haben sich, also die Petra Kelly, die mich sehr motiviert hat, in die Politik zu gehen, die Petra Kelly hat einmal in ganz anderem Kontext gesagt, wir können euch nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können euch dazu bringen, immer dreister zu lügen. Und in der Situation sind wir und bei diesen Lügen ertappen wir sie. Last but not least, Günther Greindl, General des Bundesheeres in Ruhestand. Er besuchte die Militärakademie in Wiener Neustadt und die Landesverteidigungsakademie in Wien. Neben seiner Offizierskarriere absolvierte er an der Technischen Universität Wien ein Studium der Raumplanung. Seit 1977 war er an zahlreichen UN-Einsätzen zur Friedenssicherung beteiligt bzw. leitete diese. Zum Beispiel auf Zypern, auf den Golanhöhen und in Ex-Jugoslawien. Er war auch stellvertretender Generalstabschef im Verteidigungsministerium und österreichischer Verteidigungsattaché in der Schweiz. Von 1992 bis 2002 war Greindl Vorsitzender eines UN-Projektes und Co-Vorsitzender einer UN-Konferenz, in der es um Leitlinien für den Einsatz des Militärs in der internationalen Katastrophenhilfe ging. Das heißt, hierbei hat er direkte Einblicke in die Arbeit der UNO gewonnen und auch gesehen, inwiefern sich die UNO verändert hat. Außerdem ist Greindl Gründungspräsident der Vereinigung österreichischer Peacekeeper. Bitte schön. Das war kurz. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, hier heute sprechen zu dürfen. Warum bin ich hier, wenn Sie sich fragen? Ja, ich bin so fassungslos, wie Madeleine gesagt hat, was da alles passiert. Und andererseits bin ich auch ermutigt, wie viele Menschen es jetzt gibt und Widerstand leisten, so viele Gruppen. Und ich gehöre auch jetzt zu einer Gruppe, ja, es ist der Verein Aufbruch Österreich, heißt der, den wir da gegründet haben, weil wir auch sehen, dass in Österreich hier, ja nicht nur in Österreich, eigentlich weltweit, Dinge schief laufen und wir eben auch einen Beitrag leisten wollen, so wie ihr alle hier, doch wieder Vernunft und ein Miteinander einzuführen und die Spaltung, die in der Gesellschaft herrscht, zu überwinden. Wenn wir über WHO und jetzt die ganze Pandemie sprechen, dann ist das, was die Monika da vorgetragen hat, über die Abstimmung oder über die Stellungnahmen, die da abgegeben wurden bei diesem Vorstoß der amerikanischen Regierung, dann ist das ein sehr wichtiges Indiz, dass wir uns Gedanken machen, wer steht da eigentlich dahinter gegen, in diesen ganzen Entwicklungen. Und ich glaube, es sind drei Dinge, die das verursacht haben oder die dafür irgendwie man verstehen muss, wenn man das hinterfragt. Es beginnt eigentlich 1993, möchte ich sagen, weil damals hat Bill Clinton, der amerikanische Kandidat damals für die Präsidentschaft und spätere US-Präsident, sich mit der Finanzwelt zusammengetan, mit der Wall Street und mit den Finanzzirkeln in London und hat ein Übereinkommen geschlossen, ihr unterstützt mich meinen Wahlkampf und ich werde euch dann unterstützen bei euren Absichten, um eure Finanzpläne umzusetzen. Und wenn man schaut, wer jetzt da unterstützt diese Entwicklung, dann sind es
die Commonwealth-Staaten, ja, also die von der Londoner Finanz beeinflusst werden. Es ist die USA, und zwar hauptsächlich Demokraten, und die EU spielt da auch mit. Ja. Und der Rest der Welt ist eigentlich da nicht dieser Auffassung. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die USA das unterstützt, sondern es ist die Demokratische Partei, die diesen Washington-Konsensus abgeschlossen hat. Denn wenn wir uns erinnern, Trump wollte ja sogar aus der WHO austreten, nicht? Aber jetzt, seit Biden da ist, wird also dieses Projekt wieder vollständig verfolgt. Und das zweite Ereignis, das, glaube ich, dafür auch maßgebend ist, sind die sogenannten Millennium Goals der UN. Ja? Die UN hat ja im Jahr 2000 die sogenannten Millennium Goals beschlossen, ja, wo die gesamte Welt, wenn die umgesetzt werden, also einen besseren Lebensstandard haben würde. Ja. Und diese Millennium Goals sind natürlich wunderbar, wenn man das sich vornimmt, aber die Umsetzung ist sehr schwierig, die braucht Geld. Und jetzt kommt das dritte Ereignis sozusagen, das war auch im Jahr 2000. Da ist die damalige WHO-Direktorin am World Economic Forum aufgetreten und hat gesagt, die UN hat so riesige Aufgaben, ja, auch die Gesundheitsbehörde, ja, die WHO, aber wir haben kein Geld. Ich lade daher, und dort waren ja alle Wirtschafts- und Finanzleute, Bankleute und so weiter vertreten, ich lade euch ein, nicht wahr, unterstützt die UN, diese Millenniums Goal Wirklichkeit werden zu lassen. Na, die haben sie ja nicht zweimal bitten lassen, sondern sind natürlich hier voll eingestiegen. Und daher, wenn wir wirklich hinterfragen wollen, wer hinter der ganzen Entwicklung steht, dann kommen wir eben zu diesen Foundations, die in der WHO heute das Sagen haben, und Sie kennen sie alle, ich brauche das auch nicht wiederholen. Ich möchte daher, weil wir alle uns mit diesem Problem befassen, ganz kurz berichten über, wir haben also da veranstaltet einen, wir haben es genannt, Thementag Pandemie, wo wir uns mit dem Problem eben befassen wollten, haben da einen Bericht gemacht und diesen Bericht auch dem Gesundheitsausschuss im Parlament zugesendet. Und in dem Bericht sind einige Empfehlungen, nationale, aber auch im Hinblick auf die WHO. Ich möchte auch die nationalen kurz erwähnen. Eine Pandemie ist nichts anderes wie eine Krise. Ja? Und in einer Krise gibt es gewisse Grundregeln, die man befolgen soll, ja? Wenn man sich einer Krise befasst. Ich habe da drei Regeln, die ich da anführen möchte. Die erste ist Angst und Panik vermeiden. Das ist die erste Regel. Ja, wahrscheinlich lachen Sie, weil wir genau das Gegenteil gemacht haben. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass Angst und Panik nicht nur schlechte Entscheidungen hervorruft, weil man nicht in Ruhe überlegt, sondern, wie sich jetzt herausgestellt hat, sogar sich gesundheitlich auch negativ aufwirkt, weil es das Immunsystem schwächt. Ja. Die zweite Regel wäre eben auch auf Reserven, also ein gesundes System zu haben und Reserven aber bereitzustellen. Nehmen wir an, zum Beispiel, Sie kennen das, sehr einleuchtend Hochwasser. Ja. Hochwasser sind ständige drohende Krisen. Was macht man? Man macht Hochwasserschutzbauten und so weiter. Ja. Aber man bildet auch Reserven. Ja. Dasselbe müsste man eigentlich im Gesundheitssystem machen. Ja. Wir haben heute gehört von den Pflegekräften, wie es dazugeht. Ja. Also das Gesundheitssystem ist eben nicht gut, es ist kaputt, ja, eigentlich. Und Reserven haben wir natürlich auch nicht gebildet. Ich darf übrigens erwähnen, das ist was typisch Österreichisches. Ja. Wir haben einen Landesverteidigungsplan aus dem Jahre 1983. Ja. Der ist noch immer gültig, wie es in Österreich ist. Ja. Aber wir haben nichts gemacht. Ne. In dem Landesverteidigungsplan steht zum Beispiel drin, bei Sanitätsversorgung, ja,
man soll sogenannte Annexspitäler einrichten. Das heißt, dass man in einer Krise die Spitalskapazität erhöhen kann. Und ein ganz interessanter Punkt ist auch drin, man soll pro Bezirk mobile Sanitätsteams einrichten, damit man Schwergewichte bilden kann. Ja. Also alles Forderungen, die jetzt in der Pandemie zum Teil gestellt wurden. Ja. Und ein dritter Punkt, der auch sehr interessant ist, man soll auf keinen Fall diskriminieren bei der medizinischen Behandlung. Ja. Das steht dort wortwörtlich alles drinnen. Das ist gültiges Recht. Ja. Aber wir haben da ja immer die Probleme, nicht? Wir kennen ja den Sager von Österreich, hat immer die besten Ideen, aber bleibt immer mit halben Mitteln auf halben Wegen stehen. Nicht? Gut, welche Empfehlung ist drinnen auch noch, und das ist mir auch wichtig, das ist das Dritte, was man bei einer Krise machen soll, ist umsichtig handeln. Was heißt das? Umsichtig heißt herumschauen. Best Practices, was machen andere? Das haben wir nicht gemacht. Ja. Wir haben also stur das verfolgt, was einmal zu Beginn festgelegt wurde, und haben nichts gelernt, haben also in 2 Jahren überhaupt keine Erfahrungen oder eine Verbesserung unserer Behandlungs- oder unserer Strategie durchgeführt. Ja. So, die Empfehlungen, soweit sie die auch im Hinblick auf die WHO betreffen sind, die da drinnen sind, ist, dass man die WHO wieder zurückführen sollte zu ihrem ursprünglichen Aufgabe, nämlich zu einem neutralen Beratungsorgan für Regierungen und zu einem Forum, wo man Best Practices austauschen kann und voneinander lernen kann. Ja, das war eigentlich ursprünglich die Aufgabe der WHO. Und jetzt natürlich will sie, das haben wir gesehen, nicht, will sie also bestimmen, nicht, was gemacht, und die Nationalstaaten verpflichten. Ja. Zweite Empfehlung drin wäre, dass wir auf alle Fälle überlegen müssen, und da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir laufen hier einer falschen Definition von Pandemie und von Immunität nach. Ja. Die WHO hat festgestellt, Immunität wird durch Impfung erreicht und hat faktisch die natürliche Immunität ausgeschlossen. Ja. Und das ist natürlich schon ein Ausfluss dieser ganzen Impflobby, die da jetzt in der WHO das Sagen hat. Ja. Und auch die Pandemiedefinition wurde also geändert, und das müsste man wieder zurückführen, wo man auch die Letalität einer Krankheit und so weiter berücksichtigt. Wir haben also da konkrete, ich will da jetzt im Detail nicht hineingehen, aber konkrete Kriterien genannt, dass das gemacht werden müsste. Und der dritte Punkt, der eben ganz entscheidend ist und den heute eigentlich für den Wesentlichen, das ist, die Monika hat das erwähnt, das ist das Infodemic-Konzept der WHO, das ist katastrophal. Ja. Das geht davon aus, dass nur das verbreitet werden darf in den Medien, was die WHO vorgibt. Und das ist natürlich also wissenschaftlich sowohl unhaltbar als auch von einem Krisenmanagement her völlig unhaltbar, weil das genau die Umsichtigkeit verhindert, nicht wahr? Hier glaube ich, du hast erwähnt, ja, dass die EU verhandelt, das ist richtig. Und die EU ist eine treibende Kraft, leider, weil die gehört zu diesem Washington-Konsensus und zum WEF Millennium Goal-Konsensus und glaubt hier, ja, vielleicht glauben sie sogar, dass sie etwas sehr Gutes tun für die Welt. Ich möchte ihnen das gar nicht absprechen. Aber wie man sieht, ist das Ergebnis eben katastrophal. Und obwohl die EU das Verhandlungsführer hat, das stimmt, glaube ich aber doch, dass Nationen noch immer einen großen Einfluss auf die Positionen der EU haben. Und unsere Aufgabe wäre es einmal, unsere Regierung zu überzeugen. Ja, das versuchen wir eh. Aber auch Verbündete zu finden, Verbündete auch international. Und ich komme jetzt wieder zurück, mich hat das auch unheimlich imponiert, was die Afrikaner gemacht haben. Afrika wäre ohne dies natürlich Verbündete der EU. Und vielleicht sollten wir uns mehr ein Beispiel an Afrika nehmen, dann würde es vielleicht dann in Zukunft besser gehen. Ja, vielen Dank für die Statements.
Jetzt ist die Frage, wie lange wir noch Zeit haben. Ich werde den Hannes einmal fragen. Nicht mehr lange. Ja, also 25 Minuten, würde ich sagen, haben wir schon noch Zeit. 25 Minuten haben wir schon noch Zeit. Ja, dann bitte ich um Wortmeldungen. Der Hannes wird herumgehen, falls jemand Fragen hat oder ein wichtiges Statement noch. Vielleicht nicht direkt eine Frage, aber ich wollte da einerseits drauf eingehen. Es stimmt ja, und jeder von uns weiß es, wie viel im Rahmen dieser sogenannten Corona-Krise ausprobiert wurde an antidemokratischen Maßnahmen. Und eine, auf die ich da noch in dem Zusammenhang hinweisen wollte, war die Mobilisierung der Miliz im Inneren. Das erste Mal, dass das passiert ist, seit 1945 in Österreich, und wo man und insofern auch völlig richtig natürlich, dass da einige Pläne halt aus der Schublade geholt wurden, die durchaus auch beim Einsatz des Bundesheers gegen die eigene Bevölkerung das drinnen haben. Also ein Testlauf quasi darin. Also insofern natürlich Dammbruch an antidemokratischen Maßnahmen, der da passiert ist. Ich denke mir, es ist sehr wichtig, dass man die Maßnahmen von der WHO da aufs Schärfste kritisiert natürlich. Eine Sache, die ich aber schon sagen wollte, ist, in der Pharmaindustrie wurde früher sauber gearbeitet. Sie haben das, glaube ich, gesagt. Ich denke mir, es stimmt natürlich, dass es da sehr viele von den Sicherheitsmaßnahmen da abgebaut wurden unter Vorwand von Corona. Aber ich denke mir, wenn man sich zum Beispiel Sachen wie den Contagan-Affäre anschaut, wo halt unter Wissen der Produzenten halt hunderttausende Kinder Verstümmelungen anhatten. Und also mir ist da der Clemens Aue ich richte mich da sehr nach dem, wo man einfach sagt, die Restriktionen, die die Pharmaindustrie einhalten musste, die jetzt mit Corona abgebaut werden, die wurden gegen die Pharma-Monopole erkämpft. Und ich denke mir, das sind auch Rechte, die es gilt zu verteidigen und zu erweitern gegen die Herrschenden im eigenen Land und gegen die Monopole. Wo der Unterschied ja oft sehr gering ist, sage ich mal. Ja, danke. Ich mag es wie am Nachmittag. Wir sammeln zwei, drei Fragen und dann, ihr seid so nett und tut euch das aufmerken, was da an Fragen für euch dabei ist. Bitte sehr. Ich wollte fragen, ob der Widerstand dieser 47 Staaten irgendeinen Eindruck bei der WHO hinterlässt und auch Konsequenzen mit sich tragt oder einfach nur diese 47 Staaten stehen bleiben. Ja, dann würde ich jetzt einmal meine erste Antwortrunde bitten, dann machen wir wahrscheinlich noch eine zweite Fragerunde, dann kommen wir mal sogar mit 20 Minuten aus. Also, schöner Stift weg, dann hebe ich später auf. Also zu dieser, wie hat sozusagen die WHO oder die das durchsetzen wollten, auf diese Niederlage reagiert. Also es gibt so eine offizielle, halboffizielle Zeitschrift, Health Policy Watch News, die haben das total herabgekocht. Sie haben gesagt, naja, gut, das ist jetzt nicht ganz durchgekommen. Und die versuchen, haben das sozusagen fast schön geredet. Meines Wissens haben ja auch die Medien, die Leitmedien, diese ganze Geschichte nicht wirklich transportiert. Also die haben das versucht, etwas runterzuspielen. Und dann kommen sozusagen so diese salbungsvolle Worte. Na gut, das ist halt kompliziert. Wir machen weiter. Es geht schon in die richtige Richtung. Nicht? Also die haben natürlich nicht gesagt, wir haben eine klatschende Ohrfeige bekommen, sondern ne, man kann das also mit dem entsprechenden Sprech, haben die das einfach niedergebügelt, also bagatellisiert, diese Niederlage. Ja? Und ich will nicht so lange reden, es ist so heiß und machen wir es kurz und schmerzlos. So.
Möchte noch jemand von euch was sagen? Na, vielleicht nur kurz, weil eine Frage war Miliz, die möchte kurz Stellung nehmen. Aber da, das kann ich nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Aber der Punkt ist der, ich habe 10 Jahre in so einen UN-Unterausschuss geleitet über Katastrophenhilfe, nicht? Da kommen natürlich, und dort waren auch die Finanziers geben in den sogenannten Arbeitsgruppen, es muss ja alles einmal vorbereitet werden, nicht? Wenn ich also ein Papier vorlege zur Abstimmung, muss ja jemand das vorbereiten, das sind Arbeitsgruppen. Und dort sitzen natürlich die Geldgeber drin, also bei der WHO, eben die Konzerne, die Pharmafirmen und so weiter. Und die sind sehr geschickt, ja, das also super darzustellen, nicht mal wunderbar, also alles bestens. Und dann kommen Leute, die abstimmen, die haben dann oft keine Ahnung, ja, und die sagen, ja, das ist eh super, dann stimmen wir ab, nicht? Und deswegen ist es schon sehr wichtig, die nationalen Regierungen eben zu bearbeiten, ja, damit dieses Problem also mal sozusagen überhaupt erkannt wird, ja, dass da ein Problem ist, ja, und dass man da wie gesagt, auch sich international vernetzt, das muss man sich überlegen. Zur Miliz möchte ich nur einen kurzen Satz sagen. Also das ist abgelaufen noch aufgrund unserer Bundesverfassung, das ist genau geregelt. Also ich sehe da keinen so einen Praxisfall oder dass man da irgendwie vorhatte, schon zu üben, dass man das Militär einmal einsetzt, sondern in unserer Bundesverfassung können zivile Stellen sogenannte Assistenzleistungen anfordern, wenn sie das benötigen, und das Bundesheer macht es und hat nie die Kommandoführung, sondern die Kommandoführung ist immer auf der politischen Entscheidungsebene, und das Bundesheer macht das, was die Politiker ihnen dann vorgeben. Ja. Nur ein Wort zu Thalidomid-Tragödie, also Contagan, das ist sicher nur die Spitze eines Eisbergs. Ganz wichtig wäre eben so ein Informationsfreiheitsgesetz, Freedom of Information, damit ich auch die Zulassungsunterlagen alle einsehen kann. Das war ja auch jetzt bei Pfizer ein Kampf, und wir wissen immer noch nicht, ob wir wirklich alles haben, nicht? Und vor allem, es scheint die österreichische Regierung jedenfalls offiziell nicht zu interessieren. Es gibt ein Gremium, also zur Frage der Tierversuche, die sind, also alle Arzneimittel werden ja auch an Tieren getestet. Es gibt wesentlich bessere Methoden mittlerweile, die beispielsweise in Österreich entwickelt worden sind, Organ on a Chip. Ich bin seit vielen Jahren in einer Kommission, die sich damit befasst. Und es war damals der Wissenschaftsminister Erhard Buseck, der in diese Tierversuchskommission 5 explizite Kritikerinnen der Methode gerufen hat, unter anderem den Martin Balluch und mich. Und jetzt haben wir noch lange nicht das erreicht, was wir erreichen wollen, aber wir kriegen dort Informationen. Und das ist der wesentliche Unterschied, dass unter dieser Bundesregierung der Informationszugang erschwert worden ist oder mit Zensur belegt worden ist. Und daher ist das ein ganz wesentlicher Punkt, um den wir streiten müssen. Ja, ich möchte auch noch was sagen zur Pharma. Und ich denke, was wir jetzt erstmalig sehen mit dem Messenger-RNA-Impfstoffen, ist, dass das eine ganz andere Dimension annimmt, als das früher war. Ja? Erinnern Sie sich an die Schweinegrippe? Da gab es ein paar hundert Nebenwirkungsmeldungen. Da gab es Tote, 30, 40. Und das wurde eingestellt, die Impfung wurde eingestellt. Ja? Jetzt haben wir Hunderttausende Verdachtsmeldungen, ja, in den österreichischen Datenbanken, in der europäischen. Die WHO hat eine eigene Datenbank, wo viele, viele Meldungen sind. Und das wird abgetan, naja, wir haben eine hohe Durchimpfung, und das gibt es halt auch, habe ich mir kürzlich anhören können. Und da schauen Behörden, Gesundheitsbehörden nicht hin. Und auch diese Vorläufigkeit, das ist ja eine vorläufige Registrierung, die gemacht wurde mit fehlenden Daten. Und das, meine ich, das hat eine andere Dimension angenommen, das hätte es nicht in der Form gegeben. Ja, keine Toxizitätsdaten. Wie ist das krebserregend? Wie verteilt sich der Stoff im Körper? Wie wird er abgebaut? Ja. Wie kann das alles missachtet werden, bis hin zu, weil es eben vorläufige Impfstoffe sind, braucht es keine Überwachung nach Markteinführung?
also wie ich das gelesen habe, das hat mich wirklich schockiert. Weil normalerweise muss ich, wenn ich ein Medikament auf den Markt bringe, muss ich das beobachten und diese Pharmakovigilanz, also diese Überwachung. Dazu gibt es keine Verpflichtung, weil es vorläufige Zulassungen sind. Ja. Und dass diese Impfung derart experimentell ist, und ich glaube, das sehen wir so, und das in Österreich und nicht nur in Österreich dann als Schutzimpfung zu bezeichnen. Ja, wir haben die Aussendungen bekommen von der Stadt Wien, denke ich, aber vielleicht auch in den anderen Bundesländern, wo das als Schutzimpfung bezeichnet wird. Und jetzt auch wieder auf der einen Seite, ja, das Impfpflichtgesetz wurde jetzt Gott sei Dank zurückgenommen, aber gleichzeitig rollen ja die Impfkampagnen an. Und schauen Sie sich diese Werbung an. Ich finde das hoch unethisch, ja, was wir da in der Steiermark auch gesehen haben, ein Kind küsst die Oma sozusagen, ja, wie kann ich, und dann steht drunter, das ist alles wirksam und sicher, wie kann ich das nach all dem, was wir wissen, so, dass das überhaupt erlaubt ist, ja. So. Ja, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen, das ist es dann auch, bitte. Es ist ja sehr interessant, wie diese Impfstoffe überhaupt zugelassen werden. Es gibt also von der Europäischen Aufsichtsbehörde EMA selbst keine Zulassungsprüfung. Das heißt, es wurde so geregelt, dass die österreichische BASG, das kann man auf der BASG-Homepage nachlesen, mehr oder weniger die Zulassungsprüfung durchgeführt hat für ganz Europa, ja. Und diese Zulassungsprüfung bestand im Wesentlichen aus einer Sichtprüfung. Das heißt, es wurden keine chemischen, pharmakologischen, biochemischen oder molekularbiologischen Tests gemacht. Genauso haben wir eine Anfrage gestartet bei der Firma Evionik, die Zulieferant ist für BioNTech Pfizer, für Liquid Nanoparticles, und bei der Firma BioNTech selbst bezüglich Qualitätsprüfungen von diesen Impfungen. Wir haben bis heute keine Antwort erhalten. Das heißt, es wird hier auch keine Aussage gemacht, die man wahrscheinlich nicht antworten kann, weil es diese Qualitätsprüfungen auch nicht gibt. Also ganz abgesehen vom Wirkmechanismus jetzt dieser Impfungen selbst, ja, die Firmen dürften außer vielleicht irgendwelchen läppischen Sichtprüfungen, ja, überhaupt keine Qualitätsprüfungen durchführen, was auch erklärt, dass Chargen ganz unterschiedlich rauskommen. Ja, jetzt hat sich doch noch wer gemeldet, bitte. Ja, ganz kurze Wortmeldung nur, weil Sie gesagt haben, wegen der Schweinegrippe. Ich denke mir, das war wirklich Wolfgang Wodak damals zu verdanken. Und den hat man in dieser Frage von vornherein dermaßen lächerlich gemacht, dass es sich überhaupt nicht mehr wehren konnte. Und für alle war es dann klar, das ist eine rote Linie. Und wenn man sich da dagegen wehrt, dann landet man genau dort, wo man ihn hingedrängt hat. Ja. Danke. Ja, also für den hypothetischen Fall, dass in den nächsten 6 bis 9 Monaten Nationalratswahlen passieren sollten, was würdet ihr hier am Podium jetzt dem vorschlagen, was soll passieren? Soll Österreich austreten aus der WHO oder soll es versuchen, innerhalb der WHO etwas zu ändern, und wenn ja, was? Ja, bitte. Ich sag was eben, Wolfgang Wodak oder die ganzen prominenten Kritikerinnen und Kritiker und auch die Journalistinnen, die man wie die Gudula Walterskirchen bloßgestellt hat, ins Lächerliche gezogen hat. Bei mir haben sie es ja auch versucht, nicht? Also da wird also es ist ganz sicher, dass die sehr genau über alle von uns, jedenfalls die, die sich öffentlich äußern, alles, was vielleicht einmal irgendeine blöde Äußerung, und ich kenne keinen Menschen, der noch keine blöde Äußerung von sich gegeben hat, also und diese ganzen Faktenchecker oder was ist da für Einrichtungen, Psi-Rahmen und ich weiß nicht was, ja. Ich glaube, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, ja. Das werden wieder andere Leute sein, nicht die, die sich im medizinischen Bereich so gut auskennen, ja. Aber wir müssen alle Kanäle nutzen, um an möglichst viele Menschen zu kommen. Ich glaube, was für die Glaubwürdigkeit der kritischen Seite spricht, also
ich bekomme keine Bezüge vom Pfizer, ich bekomme keine Bezüge von der Bill und Melinda Gates Stiftung, ich habe noch nie etwas von denen bekommen, auch nicht fürs Tierschutzhaus oder so. Ja, also ja, wir sind dort auf Spenden angewiesen, aber da schaue ich mir schon an, ja, wer da spendet und was. Und ich glaube, dass sie werden alles versuchen, diese Menschen lächerlich zu machen. Und sie haben bisher zu viele Leute erreicht mit dieser Botschaft. Aber ich glaube, es beginnt doch teilweise zu bröckeln. Hoffe ich. Na, ich glaube, wir haben da einen übermächtigen Gegner. Ja. Und wenn man einen übermächtigen Gegner hat, der einen auch vernichten kann, gibt es eine militärische Strategie dagegen. Und die sagt, kein Ziel bieten. Ja. Kurz gefasst, getrennt marschieren. Viele, die getrennt marschieren, aber im richtigen Augenblick vereint schlagen. Das heißt, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, für das wir alle kämpfen. Marschieren getrennt, dass wir nicht vernichtet werden können, und schlagen dann zum richtigen Zeitpunkt gemeinsam. Ja, nach so einem schönen Schlusswort weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Nein, also ganz zwei Dinge. Erstens einmal, die WHO will mehr Kompetenzen. Wofür? Um auf den Punkt gebracht, weg von einer medizinischen, teuren, komplexen Versorgung hinziehen zur billigen Impfung, weil dazu braucht man keine Spitäler, keine Ärzte, keine Infrastruktur, gar nichts, da genügt eine leere Lagerhalle. Und das ist der Trend, und der setzt sich auch passt zu dem Trend, dass sie in Europa die Spitalsbetten abgebaut haben, während der Pandemie 20 Spitäler geschlossen haben. Und weil du mich gefragt hast, ich glaube nicht, dass man die WHO reformieren kann. Ich glaube überhaupt, dass man viele Dinge nicht reformieren kann. Ich glaube, Kapitalismus heißt das, ja. Daher bin ich für den Austritt aus der WHO. Ja, ich bin auch sehr skeptisch. Ich würde sagen, solange die treibenden Kräfte die es sind, und die sind sehr mächtig, wird sich da gar nichts ändern und die WHO nicht zur Vernunft kommen. Auch die Form der Finanzierung, ja, wenn ich 80% heute von meinem Budget, das ich brauche, und dann sage ich, ich will auch noch mehr haben, nicht mehr von den Mitgliedstaaten bekomme, ja, wo wird es dann hingehen? Und das umzudrehen, die Beiträge wieder aus den Mitgliedstaaten zu bekommen, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Das wird nicht stattfinden. Umgekehrt, ja, die Aufgaben steigen, die Probleme steigen, auch aus vielen Gründen. Also, und auch noch, was ich sagen wollte, weil die Madeleine gesagt hat, es braucht eine Volksabstimmung in Österreich, das kann eine gute Botschaft sein, ich bin mir da auch nicht sicher, wie das ausgehen würde im Moment. Das heißt, ich wäre auch dafür, dass man austritt, ja, wenn ich mich entscheiden müsste. Schön. Ich erlaube mir noch ein kurzes Zitat anzufügen. Und zwar finde ich es sehr frappant, dass Wissenschaftler und wirklich sehr kompetente Gesellschaftskritiker wie zum Beispiel Günter Anders, Erwin Schargaff, Robert Jung und vieles Ähnliche einfach nicht mehr präsent sind. Ja? Und deshalb möchte ich noch ein Zitat von Robert Jung bringen, der war Zukunftsforscher und Publizist. Er lebte von 1913 bis 1994 und bitte bereits 1952 in seinem Buch »Die Zukunft hat schon begonnen« schreibt er: »Wir haben mit den Mächtigen paktiert und uns von ihren Zielen und uns von ihnen für ihre Ziele einspannen lassen. Wir lehnen die Prätention der angewandten Wissenschaft ab, denn die Technik, die Atomindustrie, die in die Natur eingreifende Biologie, die menschensortierende und praktische Psychologie haben den Weg der Wahrheit verlassen und sich zu Instrumenten der Versklavung machen lassen. Indem sie der Unmenschlichkeit Vorschub leisten, gefährden sie die Quelle jeden möglichen wirklichen Fortschritts,
die furchtlos fühlende und denkende Persönlichkeit. Danke. Ja, mein Name ist Willi Langthaler. Ich habe gemeinsam mit ganz vielen von euch Demokratie und Grundrechte gemeinsam gegründet und entwickelt. Ich bin auch Aktivist für eine gerechtere Gesellschaft, sei es in Österreich, sei es international. Und ich glaube, wir haben heute was zum Feiern. Es ist nämlich die Rücknahme der Impfpflicht ein Riesenerfolg, ein richtiger historischer Erfolg, den eine Bewegung, eine Massenbewegung erzielt hat, wo hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind und die Gesellschaft mobilisiert haben, das politische System grundlegend erschüttert haben und dann hat diese Regierung das zurückgenommen. Das ist sensationell, das ist ein Riesenerfolg und das zeigt, dass wir nicht ohnmächtig sind, dass wir nicht alles hinnehmen müssen und dass wir Widerstand leisten können und erfolgreich Widerstand leisten können. Also das ist ein Riesenerfolg. Und unsere Initiative ist natürlich deswegen nicht aufgelöst. Im Gegenteil, da sieht man auch, wie groß und breit die Beteiligung ist und welche Kraft da auch ist. Weil wir haben ganz präzise Themen behandelt. Wir haben die Überwachungsmaschinerie behandelt, die über die Welt ausgerollt wird, die eine Riesengefahr ist und natürlich nicht mit Corona entstanden ist. Aber Corona, haben wir gehört, hat es wahnsinnig beschleunigt. Da gibt es was weiterzumachen. Wir haben den Komplex der Zensur behandelt. Auch das ist nicht neu, aber das hat auch eine wahnsinnige Beschleunigung erfahren und ist wie alles für mich ein Zeichen dafür, dass diese Eliten die autoritären Maßnahmen brauchen, weil sie in einer schwierigen Situation sind. Wir haben den WHO-Komplex behandelt, der stellvertretend ist für eine globale Elite, die ein Programm ausrollen will, gegen das es aber einen erheblichen Widerstand gibt. Und das führt mich auch zu einem Punkt, das ist auch hier immer wieder diskutiert worden. Wie viel schaffen Sie, was ist möglich, sind Sie unfähig und so weiter. Ich glaube, das Grundcharakteristikum in der gegenwärtigen Zeit ist, dass die Globalisierung selbst, du hast es Kapitalismus genannt, aber ich würde jetzt von dieser Dampfwalze Neoliberalismus und Globalisierung sprechen, die da seit 35 Jahren über uns hinwegrollt, die ist in unheimlichen Schwierigkeiten. Da gibt es irrsinnig viel Brüche im Gebälk und das macht sehr viel möglich. Ich meine, wir sehen jetzt die Implosion der ÖVP. Vorher war noch dieser Messias oder Antichrist, wie immer den man nennen will, kurz und ein Kollaps ist da. Das ergibt Möglichkeiten, politische Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir es nutzen können, die Möglichkeiten, aber vielleicht, wir sollten es doch probieren, das zu nutzen. Aber das ist, Österreich ist nur ein kleiner Teil. Auch wir sehen das auch international, dass die können das nicht einfach so durchsetzen. Das, was zitiert worden ist in der WHO, dass Afrika da sich dagegen aufnimmt, das sieht man ja in der ganzen Welt, dass nicht mehr der transatlantische Block alles diktieren kann. Er versucht es zu diktieren, aber er kann es einfach nicht mehr. Und das muss uns anspornen. Der vierte Punkt, den wir heute diskutiert haben, das ist die Arbeitswelt. Es war für uns eine große Schwierigkeit als Demokratie und Grundrechte, wir haben das eigentlich immer zum Ziel gehabt, dass wir unsere Bewegung in die Arbeitswelt hinein entwickeln. Es ist eigentlich nie richtig gelungen. Aber heute haben wir, Sie haben das gebracht, einen erschütterten Beitrag aus den Krankenhäusern, aus dem Pflegebereich gehört, wie schrecklich das vorher gelaufen ist und wie das radikalisiert worden ist, noch in der Pandemie. Und da braucht man keine Wissenschaft, da braucht man kein Marxismus, nichts, um zu sehen, die nehmen Milliarden, investieren sie für irgendwelche unnötigen Maßnahmen, sie machen autoritäre Maßnahmen, aber in die Krankenhäuser können sie überhaupt nichts investieren und sogar abbauen können sie noch. Das heißt, was das alles für Lug und Trug ist, kann jeder Mensch an dieser Situation sehen. Und darum ist es so wichtig für uns, dass man hier den Hebel ansetzt, dass man am Arbeitsplatz den Hebel ansetzt. Und zudem würde ich auch gern einladen, dass wir auf dieser Ebene weitermachen, aber nicht nur auf dieser Ebene. Und darum habe ich eine Ankündigung, das haben wir schon bei unserem letzten Treffen vorbereitet, da war das mit der Impfpflicht noch
keine Rede, aber wir haben am 24. August eine Kundgebung vorbereitet vor dem Gesundheitsministerium um 10 Uhr, wo es darum geht, dass die Aufhebung des Status der Genesenen, des Genesenenstatus, was ja ein irrer Skandal ist, du hast es eh gesagt, die natürliche Immunität muss allem anderen, ist allen anderen einfach überlegen. Und die wird jetzt einfach abgeschafft. Also der ganze Unfug geht zwar in anderer Form weiter. Und da geht es nämlich nicht nur um diesen Status, das ist nur der Anlass dessen, sondern da geht es um überhaupt die ganze Fortsetzung der Maßnahmen, deren Rücknahmen wir fordern. Also es sind alle eingeladen, dorthin zu kommen, am 24. August, deswegen, weil an dem Tag diese Verordnung in Kraft tritt. 24. August, 10 Uhr vor dem Gesundheitsministerium. Und als Letztes möchte ich noch sagen, es sind auch alle eingeladen, sich an unserer Plattform zu beteiligen, weil das ist eine offene Plattform. Jeder, der aktiv sein will, ist eingeladen und unser nächstes Treffen ist am 10. August um 18 Uhr. Der Ort ist noch nicht bekannt, nicht weil wir ihn nicht sagen wollen, sondern weil wir ihn noch nicht wissen. Und in dem Sinn freue ich mich, dass uns so eine tolle Veranstaltung gelungen ist und wir machen einfach weiter. Danke. Idealism prevails. Make the world a better place.